Ja, hallo zusammen. Heute wieder ein neues Video aus meiner Reihe Zeichnen für Anfänger, und das gilt auch wirklich, es ist nur für Anfänger. Ich bin jetzt nicht der großartige Zeichner. Ich habe mein Leben lang zwar gezeichnet und kann es auch so einigermaßen gut, aber sicherlich nicht so gut wie jemand, der das irgendwie hauptberuflich macht. Ja, weil aber immer wieder Anfragen waren zu dem Thema, gibt es halt jetzt diese Videoreihe. So, jetzt steigen wir direkt ein. Das Thema ist klar, es geht um Schummern. Nicht um Schummeln, sondern um Schummern. Ja? Ich habe in dem letzten Video euch gezeigt, wie man mit Schraffuren Abstufungen in den Helligkeitswerten hinkriegt. Man nennt es auch Tonwerte. Wer mehr zu diesem Thema Tonwerte wissen will, dem empfehle ich einerseits mein Anfängerbuch Acrylmalerei und natürlich auch das Landschaftsmalereibuch. Blende ich jetzt beide hier ein. Die kriegt ihr bei mir in meinem Shop über meine Webseite, die ich jetzt auch hier einblende. Und ich werde es euch aber auch noch erklären, wie wichtig Tonwerte im Zeichnen sind, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr Dreidimensionalität in die Ebene reinkriegt. Ne? Das ist ja nur ein Blatt und das muss irgendwie dreidimensional wirken. So, und heute gucken wir uns halt die zweite Möglichkeit an, wie ihr das hinkriegt. Und dazu mal eins von meinen alten Zeichnungen, die ich mal für so ein Lehrbuch gemacht habe. Das seht ihr halt, ich habe meine Hand halt gehalten und habe einen Magneten, und das seht ihr, dass ich hier halt Helligkeiten und Dunkelheiten eingearbeitet habe, und die sind halt nicht straffiert, sondern geschummert. Also das ist ein Verfahren, das kennt ihr sicherlich auch alle aus der Grundschule. Dazu nehmt ihr halt einen Bleistift und den haltet ihr in dem Fall halt flach, ja? Und dann geht er halt hin und schummert die ganze Sache so. Gell? Mit leichtem Druck, wenn er stärker drückt, Entschuldigung, stärker drückt, dann wird die Stelle halt dunkler. Ne? Und wenn er schwächer drückt, dann wird die Stelle halt weniger dunkel. So, das ist der ganze Trick. Hier zum Beispiel müssen wir es dunkler machen. Ne? Da ist deutlich mehr Dunkelheit und dann wird es hier langsam heller. So, und jetzt habe ich das Problem, dass ich ja hier irgendwie so einen Übergang schaffen muss. Ne? Es soll ja nicht alles jetzt gleich dunkel werden, und es ist relativ schwierig, das dann mit dem Bleistift so hinzukriegen. Und deswegen den Trick kennt ihr alle, ihr nehmt euren Finger und fangt an, das zu verwischen. Manche machen den Finger auch feucht. Ne? Seht ihr, jetzt habe ich plötzlich so einen Übergang. Das heißt, mit dem Schummern oder mit dem Verwischen kriege ich fließende Übergänge in den Tonwerten hin. Ja? Okay, und das ist eigentlich schon der ganze Trick. Mehr muss man dazu nicht wissen. Jetzt hat man irgendwann die Finger halt voll mit Bleistift, und das ist natürlich nicht so toll. Und deswegen zeige ich euch heute in dem Video eine Alternative, wie ihr halt dieses Schummern, diese Übergänge halt verwischen könnt, ohne eure Finger herzunehmen. Und zwar gibt es da sogenannte, beide aus dem französischen Sprachraum, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, L'Estompe oder Tortillon. Ich glaube, in Deutschland heißen die Dinge einfach Estompen. Und das ist im Prinzip nichts anders als bei den Estompen, ist es so, dass es ein sehr hart gedrehter und gepresster Papierstab ist. Die gibt es für wenig Geld im Fachhandel oder bei Amazon, 5 Stück für 5 €. Also die kosten nichts. Und wenn ihr gerade keinen zur Hand habt, dann könnt ihr die Dinge auch selber machen. Das zeige ich euch gleich. Und mit denen könnt ihr halt auch hingehen und könnt das Schummern damit machen. Das ersetzt euch den Finger. Jetzt seht ihr, dass ich zum Beispiel hier nur die Farbe jetzt auch so langsam hochziehe. So, ne, seht ihr, das Graphit ziehe ich jetzt langsam hoch und kriege hier wirklich einen wunderschönen fließenden Übergang. Kann ich hier oben auch nochmal machen. So, und sinnvoll wäre es halt, wenn ihr für jeden Härtegrad eurer Bleistifte halt auch einen speziellen Estompe habt oder Tortillon. Also Tortillon, die sind weicher und haben vorne ein Loch. Die sind natürlich noch einfacher herzustellen. So, und jetzt sieht man keinen dieses von den Schummern, dieses typisch, wie hier zum Beispiel dieses Strukturartige. Das kann gewünscht sein. Wenn es nicht gewünscht ist, kann ich es damit komplett wegmachen, und ich habe wirklich nur noch einen grauen Tonwert, den ich fließen lassen kann. Ihr könnt auch mit der Farbe, die auf dem Estompe vorhanden Raum ist, noch weiterarbeiten. Zum Beispiel der Fingernagel, der ist sicherlich nicht weiß, aber jetzt, damit würde ich jetzt mit einem sehr harten Härtegrad hier schummern, damit es halt ganz, ganz schwach ist, oder ihr arbeitet einfach mit dem weiter, was ihr hier drauf habt. Ne? So, und jetzt sage ich hier, soll noch ein bisschen dunkler werden an der Stelle hier.
Dann mache ich hier das halt noch ein bisschen dunkler. Und gehe wieder mit meinem Estomp hin und mit meiner Estompe. Und verwische das alles, sodass ich schöne Übergänge kriege. So. Und das könnt ihr heute überall verwenden, in allen möglichen Zeichnungen. Und könnt damit, also vor allen Dingen bei Porträts ist es unheimlich wichtig, weil damit könnt ihr halt diese ganzen fließenden Helligkeitsunterschiede in einem Porträt hinkriegen. Okay. So, das war's zum Thema Schummern. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr ein Estomp selber her. Achso, einen Trick zeige ich euch noch. Irgendwann ist das Ding ja, hat es irgendwie die Form verloren, und damit ihr das wieder einigermaßen spitz kriegt, nehmt euch einfach einen Schleifstein. Die gibt es für ganz wenig Geld im Baumarkt. Wenn er schiebt, wird er dann merken, dass es ein bisschen schwer geht. Am besten zieht er den nur und dreht den. Und wenn er das so macht, dann kriegt er den vorne ganz rund. Ja, mal gucken, ob man das jetzt so sehen kann. Dann wird er vorne rund und halt nicht spitz. Und wenn er ihn schräg haltet und immer nur dreht, dann wird er halt wieder spitz. Und das ist er messerscharf, vorne wie eine Nadel geformt. Ja. Wenn ihr euch keinen Schleifstein kaufen wollt, ich habe von mir in der Werkstatt immer wieder so altes Schleifpapier über, das eigentlich geworfen werden müsste. Aber ich bin da auch so ein bisschen ein Sparfuchs, und ich finde es einfach schade. Ne? Das ist ja nur ein Ding, das ist ja so ein richtig Grip, und da kann man halt das Gleiche auch machen. Ne? Also einfach altes Schleifpapier, oder ihr kauft euch halt, die Dinger kosten ja echt nur Centbeträge im Baumarkt. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie man Estomp macht. Es gibt da ganz viele Anleitungen im Internet. Ich habe mir verschiedene angeguckt. Und also ich habe mich jetzt einfach für eins entschieden. Und zwar nehmt ihr halt irgendein beliebiges Blatt Papier. Also am besten ist es, wenn ihr weiches Papier nimmt, weil das besser ist als dieses normale Kopierpapier. Aber ich habe gesehen, es geht auch mit Kopierpapier. Das habe ich gerade aus dem Mülleimer gefischt. Warum soll ich da ein neues Blatt Papier nehmen? Und dann geht da hin und knickt so eine Ecke ab, lasst hier ein bisschen stehen, weil das wird der vordere Teil der Estompe, und der muss hart sein. Und dann wird das hier einfach abgerissen. Ich hoffe, es gelingt mir gleich beim ersten Mal. Ein bisschen schwierig. So. So. Und dann, wenn er das ein bisschen anfeuchtet, das Ende, dann könnt ihr das, habe ich gemerkt, viel einfacher ganz, ganz eng drehen, weil die erste Drehung ist die entscheidende. Die muss ganz, ganz fest sein, ja, damit der Rest auch fest ist. Also damit wir wirklich so fast eine Estompe haben. Also so richtig fest wie bei einer käuflichen kriegen wir es nicht hin. Die sind nämlich gepresst. Bei manchen Anleitungen habe ich auch gelesen, dass die komplett nass gemacht haben, das Papier, und dann über Nacht haben trocknen lassen. So, und jetzt dreht er das. Und der Trick ist, dass an dem Ende das leicht schräg laufen soll, weil damit kriege ich dann diese Spitze hier hin. Und immer richtig feste drehen. So, jetzt muss ich gucken, dass mir das hier auch wirklich schräg wird. Ja. So, fertig, voilà. Ihr habt gesehen, es hat jetzt 10 Sekunden gedauert. Ja, also entweder man bestellt sie sich oder man macht sie aus Papier aus dem Mülleimer für 0 Euro. Ein Stück Tesafilm hier an dem Ende, damit es halt nicht sich wieder aufdreht. Fest rumdrehen, und dann ist das Ding wirklich total stabil. Also ihr kriegt es kaum geknickt. Das ist wirklich super einfach herzustellen. Und ihr seht schon, die sind jetzt unterschiedlich dick. Je nachdem, wie viel Papier ihr aufwickelt und was ihr für ein Papier nehmt, könnt ihr halt ganz verschiedene Estompen oder Tortillons halt selber drehen. Ja, okay. Ich hoffe, dass euch das Video wieder ein paar Anregungen gegeben hat, selber mal experimentell mit dem Zeichnen loszulegen. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.